qualitativ hochwertige Messer, gefertigt aus Chromolybdenstahl und unter Vakuum gehärtet, zeichnen sich durch gute Schnitthaltigkeit und hohe Belastbarkeit aus. Doch im täglichen Gebrauch stößt das Messer auf Widerstand und auch die schärfste Schneide nutzt sich ab. Bei einer scharfen Schneide ist die Klinge optimal, leicht halbrund zur Schneide hin geschliffen. Im Fachausdruck wird dies ein leicht balliger Schliff genannt. Messer können durch unterschiedliche Schleifmethoden geschärft werden. Vom Wetzen mit der Hand bis hin zum maschinellen Schliff. Entscheidend für die Schärfe ist der richtige Schleifwinkel. Je nach Art des Messers beträgt der Schleifwinkel zwischen Schneide und Schleifgerät etwa 20 Grad. Hier war der Schleifwinkel zu stumpf. Das bedeutet auch, dass die Schneide wieder viel zu schnell abstumpft. Hier wiederum wurde zu dünn ausgeschliffen. Durch einen solchen Hohlschliff bricht die Schneide bei geringster Belastung aus. Hier dagegen wurde die Schneide zu einem Keil geschliffen. Die Standzeit der Schneide reduziert sich dadurch spürbar. Und hier die richtig, in einem Winkel von ca. 20 Grad geschliffene Schneide. Der leicht ballige Schliff bietet Schärfe und Stabilität zugleich. Jedes gute Messer erhält seine Endschärfe durch zwei Arbeitsgänge. Im ersten Schleifdurchlauf wird ein stärkerer Faden oder Grat angeschliffen. Im zweiten Durchgang wird dieser Grat auspoliert und dadurch geglättet. Ein hauchfeiner Mikrofaden, der aus vielen kleinen Zähnen besteht, wird dabei abgetragen. Die Animation zeigt in tausendfacher Vergrößerung, wie sich beim Schneiden der Faden je nach Belastung nach links oder rechts neigt. Es besteht immer die Gefahr, dass der Faden abbricht und das Messer schnell stumpf wird. Mit Wetzstahl oder Handschärfgeräten wird der Faden zentriert und wieder geglättet. Das Messer bleibt länger scharf und muss nicht so oft nachgeschliffen werden. Die Grafik stellt das Verhältnis der zeitlichen Abstände, wann gewetzt wurde, zur erzielten Schärfe einer Schneide dar. Im unteren Verlauf wurde zu lange mit dem Nachschleifen gewartet. Die Schneide erreicht trotz Schärfen nicht einmal annähernd ihren ursprünglichen Schärfegrad. Der obere Verlauf dagegen belegt, dass durch frühes und regelmäßiges Wetzen die Schneide länger scharf gehalten wird. Mit einem klassischen Wetzstahl genügen normalerweise wenige, gleichmäßige Züge auf jeder Seite, damit das Messer wieder zieht. Die Kraft, mit der das Messer auf den Stahl gedrückt wird, richtet sich nach dem Abnutzungsgrad der Klinge. Es wird nur so lange gewetzt, bis das Messer wieder zieht, denn zu häufiges Wetzen bringt keine Steigerung der Schärfe. Zur Verdeutlichung jetzt in langsamerem Tempo. Der Winkel zwischen Wetzstahl und Messer beträgt wieder ca. 20 Grad. Das Messer wird schräg gegen den Schnitt über den Stahl gezogen. Dabei wird abwechslungsweise links und rechts, locker aus dem Handgelenk heraus, in möglichst großem Bogen gewetzt. Es wird ohne Druck, mit wenig Druck oder mit starkem Druck gewetzt. Je nachdem, ob die Schneide neu oder frisch geschliffen, leicht abgenutzt oder richtig abgenutzt ist. Bei der Wahl des Wetzstahls ist der Feinheitsgrad der Klinge von entscheidender Bedeutung. Dieser Feinheitsgrad wird durch die Anzahl der Rillen oder Züge auf der Klinge bestimmt. Ein feiner Wetzstahl hat nicht so viele, aber tiefere Züge. Ein ultrafeiner Wetzstahl hat sehr viele, jedoch flachere Züge. Ob ein Wetzstein mit feinen oder ultrafeinen Zügen eingesetzt wird, ist die Entscheidung des persönlichen Gefühls.
In der Regel aber gilt, je dünner ausgeschliffen ein Messer ist, umso feiner sollten die Züge des Wetzstahls sein. Vier Grundsätze sollte jeder Wetzstahl erfüllen. Er sollte eine hart verchromte, rostbeständige Klinge haben. Mindestens 65 Rockwell-Härtegrade aufweisen. Der Griff sollte aus hygienischem Kunststoff sein. Seine Beschläge müssen rostfrei sein. Auch Wetzstähle mit Diamant- oder Keramikbeschichtung können zum Schleifen verwendet werden. Durch die hohe Abrasivität entsteht an der Schneide ein Faden oder Grat. Er besteht aus Material der Klinge, das abgetragen wurde und den Schnitt fasrig macht. Deshalb sollte beim Arbeiten mit Spezialwetzstahl immer mit Polierstahl nachgearbeitet werden, da sonst die Schneide verraut und zu schnell wieder stumpf wird. Durch das Polieren wird die Schneide wieder geglättet. Andere Formen des Schleifens bietet die Arbeit an einem Handschleifstein. Je nach Geschmack oder Gewöhnung kann mit Wetzstahl oder mit Abziehsteinen geschliffen werden. Der Vorschliff wird auf der gröberen Seite des Abziehsteins bewerkstelligt. Dabei werden beide Klingenseiten gleichmäßig und abwechselnd über den Stein gezogen. Danach wird der Stein gedreht und die Schneide auf der feinen Seite geglättet. Auch mit einem Abziehstein ist im Winkel von 20 Grad zu schleifen. Leicht schärfen und danach polieren gelingt auch Ungeübten mit Handschärfgeräten wie beispielsweise dem Prime Cut 1. Die Klinge wird am Griff angesetzt und anschließend mit leichtem Druck bis zur Klingenspitze durchgezogen. Das Polieren geschieht im oberen Bereich der Stangen. Dabei sollten sich diese nur minimal nach oben bewegen. Soll die Schneide bzw. der Mikrograt zentriert oder verfeinert werden, genügen wenige Züge im oberen, polierenden Bereich der Stangen. Oder der Messerschärfer Sharpen Easy, der es auch Anfängern erlaubt, Klingen perfekt zu schärfen. Hier wird das Klingenende bis zum Sperrbügel eingelegt und danach mit leichtem Druck nach unten gezogen. Die Klinge geht dabei nur bis zum Ende der Sperrbügel bzw. bis zum V-Ende. Der Vorgang wird mehrfach wiederholt. Mit dem Sharpen Easy ist es ebenfalls möglich, eine stärker beschädigte Schneidekante wieder aufzurichten. Das Klingenende wird wieder in den Messerschleifer eingelegt und regelmäßig bis zum V-Ende gleitend geführt. Aber auch die beste Schneide nutzt sich durch hohe Belastung ab. Der Mikrograt verschwindet und kann mit dem Wetzstahl nicht wiederhergestellt werden. Das Messer muss mit der Maschine nachgeschliffen werden. Durch Abnutzung, Wetzen und Schärfen wird jede Schneide immer flacher. Abgenutzte Schneiden verringern die Produktivität und steigern Arbeitsunfälle. Deshalb muss laufend nachgeschliffen werden. Entscheidend für die Schärfe ist der richtige Schleifwinkel. Je nach Art des Messers beträgt dieser zwischen Messer und Schleifgerät etwa 20 Grad. Bei einer scharfen Schneide ist die Klinge optimal leicht halbrund zum Grat hin geschliffen. Sie hat einen leicht balligen Schliff. Eine Lamellenschleifmaschine kühlt während des Schleifvorgangs die Schneide mit Luft. Die Lamellen wirken wie ein Ventilator, der die Gefahr einer Überhitzung reduziert. Das Messer wird leicht gegen das Schleifband gedrückt, jede Seite der Klinge wenige Male. Der Schleifwinkel beträgt 20 Grad. Messer sind immer dann richtig geschliffen, wenn ein Faden oder Grat entsteht. Dieser Grat muss auf der Polierscheibe abgezogen werden.
Deshalb wird auch bei Maschinenschliff in zwei Arbeitsgängen gearbeitet. Nach dem ersten Schleifdurchlauf wird Polier- oder Abziehpaste auf die Polierscheibe aufgetragen. Mit sanftem Druck ist nun die Klinge in steilerem Anstellwinkel über die Polierscheibe zu führen. Dadurch wird der angeschliffene Grat auspoliert. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis kein Faden mehr vorhanden ist. Um die Klingenschärfe zu optimieren, wird nach den Schleifdurchläufen mit einem Handschleifgerät oder mit dem Polierstahl der Faden auf der Schneide positioniert bzw. nochmals verfeinert. Die Klinge ist nach wenigen Zügen perfekt geschärft. Die Mado MNS 630 Superschliff ist ein Nassbandschleifgerät. Das umlaufende Band taucht in das Wasserbad ein, kühlt dort ab und nimmt feinste Wasserpartikel mit, welche die zu schleifende Klinge kühlen. Eine Verstellvorrichtung ermöglicht die Einstellung der Wassertiefe. Beim Schleifen mit der Maschine wird das Messer dort aufgelegt, wo das Schleifband die Kontaktscheibe verlässt. Der Schleifwinkel beträgt immer 20 Grad. Ein leichter Druck mit den Fingern genügt und die weiche Kontaktscheibe gleicht sich dem Messer an. Nach dem Anschleifen ist der Klingenfaden auf der Polierscheibe abzutragen. Polierpaste oder Abziehpaste wird auf die Polierscheibe aufgetragen und anschließend die Klinge mit sanftem Druck mehrfach von beiden Seiten über die Polierscheibe gezogen. Ein Polierstahl oder ein Handschärfgerät optimiert letztendlich den Faden. Für eine Klinge ein perfektes Finish. Bei der Wiegand Nassschleifmaschine wird das Messer mit der rechten Hand am Griff gehalten, während die linke Hand den Messerrücken mit Daumen und Zeigefinger führt. Das Messer wird plan an den äußeren Schleifwinkelführungen des Schleifsteins angelegt. Mit leichtem Druck ist nun das Messer mehrfach vor und zurück zu bewegen. Dieser Vorgang wird auf der inneren und äußeren Seite des Schleifsteins wiederholt, bis an der Schneide ein durchgehender Grat entstanden ist. Im Anschluss wird das Messer an die äußere Schleifwinkelführung der Abzieh- und Polierscheibe angelegt. Hier wird die Schneide ebenso mit leichtem Druck hin und her bewegt, bis sich der Grat an der Schneide entfernt. Das Finish geschieht mit dem Polierstahl oder einem Handschleifgerät. Der Diamantmesserschärfer Sharp XE erzielt den balligen Schliff der Schneide durch eine patentierte Technik mit federnden, diamantbelegten Klingen. Das Messer wird mit der Schneide am Handgriff eingelegt und zum Bediener hin durch den Schleifkopf gezogen. Der Schleifwinkel ist durch die Führung vorgegeben. Dabei wird das Messer gegen den Widerstand des Speichenrads eingeführt und angedrückt. Der Vorgang wird in zügigem Tempo durchgeführt, damit die Schneide nicht ausglüht. Beim Durchziehen ist die Kontur des Messers beizubehalten. Deshalb ist auch zum Messerende hin eine kreisförmige Bewegung auszuführen. Das Messer wird so lange durch den Schleifkopf gezogen, bis sich ein Grat gebildet hat. Dann kann poliert werden. Beim Sharp XE wird das Messer horizontal am Messergriff in den Führungsschlitz der Poliervorrichtung eingelegt. Anschließend wird es gegen die beiden Metallführungsrollen gedrückt und parallel bis zur Messerspitze durchgezogen. Wieder wird der Vorgang wechselseitig von rechts und links ca. 3-4 Mal pro Seite durchgeführt. Eben bis sich der Grat der Schneide entfernt. Die Klingenschärfe kann optimiert werden, wenn der finale Faden auf der Schneide mit einem Handschleifgerät oder mit dem Polierstahl nochmals positioniert wird. Der CC 2100 Commercial von Edgecraft ist vor allem für Koch- und Küchenmesser sehr gut geeignet.
Die einfache Handhabung macht es auch Ungeübten nach kurzer Zeit möglich, Messer perfekt nachzuschärfen. Das Messer wird durch mehrere Stationen mit vorgegebenem Schleifwinkel gezogen. Beim Durchziehen des Messers, immer zur Person hin, muss dieses stets den Kontakt zu den innenliegenden Diamantrollen halten. Wichtig ist, dass abwechselnd links und rechts durchgezogen wird. Wenn das Messer durch alle Stationen beidseitig durchgezogen wurde, ist es einfach wieder gut geschliffen. Egal ob durch Maschinenschliff, mit Wetzstahl, Schleifsteinen oder Handschärfgeräten. Gute Messer müssen regelmäßig nachgeschliffen werden. Abgenutzte Schneiden verringern die Produktivität und steigern Arbeitsunfälle. Mit etwas Übung und den entsprechenden Schleifgeräten behält jedoch die Schneide über einen längeren Zeitraum ihre Schnitthaltigkeit. Regelmäßiges Nachschleifen und Polieren garantieren scharfe Klingen für den täglichen Gebrauch. Thank you.